Die Folge 109 von Dragon Ball Super ist der Beginn des Kampfes, der Kampf Goku gegen Jiren, das ultimative Duell der Dragon Ball Geschichte als Ganzes. Goku unterlag und mit der Folge 129 näherten wir uns der nächsten und der finalen Runde dieses Matchups. In der Folge 109 verriet uns Krillin etwas ganz Besonderes zum Kampf Goku gegen Jiren und was diesen Kampf am Ende ausmachen wird. Auf die Frage von Tenshinhan, was ist denn, wenn Jiren kein Interesse an Goku hat, antwortete Krillin: Jiren observierte ihn seit Beginn und gut 10 Folgen später in der Folge 122 erfahren wir die Antwort darauf, warum Jiren so ein Interesse an Goku hatte. Jiren fragte Goku, was ist es, wofür du kämpfst? Was begehrst du? Jiren will seine Antwort finden. Das, was Jiren definiert, ist die Antwort auf diese Frage. Was ist Stärke? In Jirens Flashback erfahren wir, dass er sein Vertrauen in andere Lebewesen den Rücken gekehrt hat. Aber nicht ganz, wenn man das Ganze richtig betrachtet. Jiren verlor seine Familie, seinen Meister und seine Freunde. Ab diesem Zeitpunkt verlor Jiren jeglichen Anhalt und gab das Vertrauen in andere Lebewesen komplett auf. Er vertraute nur noch seiner eigenen Stärke, da er durch diese Stärke nie alleine sein würde. Deswegen auch die Pride Trooper. Jiren ist im Prinzip die Verkörperung des letzten Level, das ein Lebewesen erreichen kann. Also die perfekte letzte Herausforderung für Goku in Dragon Ball Super. In Dragon Ball war es der Stärkste der Erde, in Dragon Ball Z war es der Stärkste des Universums und in Dragon Ball Super wird es der Stärkste der Universen sein. Ich habe in einem Video zu Vegeta aufgewiesen, dass der Kampf Vegeta gegen Toppo mehr ein Kampf Vegeta gegen Vegeta war, da Toppo das tat, was Majin Vegeta damals tat. Er hat seine Prinzipien weggeworfen und der aktuelle Vegeta trat dem entgegen, indem er seinen Prinzipien treu blieb und indem er dieselbe Attacke wie damals verwendet hatte. Man wollte hier also einen Strich ziehen, um Vegetas Charakterentwicklung auf den Punkt zu bringen. Bei Goku und Jiren ist das auch der Fall. Für Jiren ist es Jiren gegen Jiren und für Goku ist es Goku gegen Goku. Und jetzt hört mir genau zu, bevor ihr mich für verrückt erklärt. Jiren ist so ziemlich die Verkörperung für die Maximalstärke eines Sterblichen und Son Goku ist für Jiren die Verkörperung vom maximalen Vertrauen. Es fing alles an mit der Genki-Dama, Son Gokus letzter Move gegen Jiren. Jiren ließ dies zu, um zu sehen, zu was Goku in der Lage ist, aber auch um seinen Weg des Stärksten treu zu bleiben. Das Zerstören von Son Goku würde Jiren selbst bestätigen, da er es schaffen würde, das Vertrauen zu besiegen. Seine Entscheidung, die er damals getroffen hat, wäre also die richtige, indem er Son Goku besiegen würde, derjenige, der sich die Kraft seiner Freunde durch die Genki-Dama geliehen hat. Die Genki-Dama, die Jiren gegen Goku verwendet hat, war die perfekte Visualisierung der Gefühlslage von Jiren. Er hat die Verkörperung des Vertrauens von der Genki-Dama gegen Son Goku selbst angewandt. Seine Prinzipien gegen die von Son Goku. Aber so war es auch mit Son Goku, der durch die Kräfte seiner Freunde selbst neue Kräfte erlangen konnte. Die Kräfte, die es mit Jiren aufnehmen könnten. Gokus Wille als Martial Artist nicht aufzugeben und das Vertrauen seiner Freunde nicht zu enttäuschen, war so groß, dass er wieder mal aufstand und Runde 2 hat nun begonnen. Als Jiren dann auch diesen Kampf gewonnen hat, sah er keine Bedrohung mehr, abgesehen von Hit. Und den Rest der Gegner Toppo und Dispo zu überlassen, war weniger ein Akt des Vertrauens, sondern mehr eine Darstellung der Stärke von Jiren, dass er auch gegen Ende alle fertig machen könnte. Jiren wollte zeigen, ich bin der Stärkste, weil ich meinen Weg verfolgt habe. Ich brauche hier nicht weiter kämpfen. Deswegen kam auch die Meditation zustande. Goku schafft es aber wieder zurückzukommen und so war Jirens Interesse auch mal wieder geweckt worden. Doch wir haben noch Vegeta, der eine tiefere Bedeutung in diesen Kampf mit reinbringt. Vegeta hat lange und intensiv mit Jiren gekämpft und dieser Kampf diente unter anderem dazu, Jiren Vegeta kennenlernen zu lassen. Jiren hat den Stolz von Vegeta anerkannt und er war sehr beeindruckt von ihm. Und zu sehen, dass dieser nach seiner Meinung Krieger seine letzte Energie Goku überlässt, macht diesen Final Showdown von Goku gegen Jiren noch viel interessanter. Son Gokus Realisieren der Situation macht es ihm klar. Vegeta überließ ihn dem Rest, der stolze Saiyajin, den er so lange kennt. Gohan legt es in die Hände seines Vaters, da er wusste, nur er kann es schaffen. Und 17 opferte sogar sich selbst. Der T-17, mit dem er selber nicht gut kannte und der T-17, der ihn einfach alles überließ. So erlangte Son Goku noch einmal den Megate no Gokui und Jiren sollte nach all diesen Ereignissen, besonders nach der Situation mit T-17, sich darüber bewusst sein, dass Son Goku hier steht aufgrund des immensen Vertrauens, das er durch seine Freunde bekommt. Und wir als Fans wissen das auch. Über Jahre schauen wir Son Goku und Co. zu, wie sie immer wieder ihre Grenzen überwinden. Und genau deswegen verpasst uns ganz besonders das Finale dieser Serie so eine enorme Gänsehaut. Deswegen will Jiren Goku so dringend besiegen, weil er damit sein altes Ich besiegen würde und Recht haben würde darin, das Vertrauen nur in seine eigene Stärke zu setzen. Goku will Jiren besiegen, um es sich selbst zu beweisen, dass er wirklich der Stärkste ist. Sie beide kämpfen mit und gegen ihre eigenen Prinzipien. Also, was wird Jiren durch Goku lernen, bzw.
beziehungsweise was können beide voneinander lernen. Goku lernt mal wieder, was draußen alles noch für Kräfte schlummern. Er lernt, dass es mehr geben muss und man kann es mit der Situation vergleichen des Super Saiyajin God. Damals war es so, dass Son Goku es nur geschafft hat, zum Super Saiyajin God zu werden, indem er das Ritual angewandt hat. Quasi hat er die Kräfte seiner Freunde bekommen und das hat Son Goku gewurmt. Ihn hat es innerlich fertig gemacht, dass er nur in der Lage war, gegen Beerus zu kämpfen, indem er die Kräfte der anderen bekommen hat. Deswegen waren auch seine Ambitionen, stärker zu werden, danach unglaublich groß, zusammen mit Vegeta im Training mit Whis. Mit dem Ultra Instinct könnte es sich ähnlich verhalten, je nachdem wie es dazu kommt, denn vielleicht ist der Perfect Ultra Instinct, also der mit den weißen Haaren, die Form, die Son Goku nur aufgrund der Situation anwenden kann, also wegen dem Druck, der auf ihm lastet. Und wir wissen sowieso, wenn Son Goku in der Ecke gedrängt wird, ist er immer am stärksten und genau deswegen könnte er eventuell nach dem Turnier diese Form nicht einfach so anwenden. Das heißt für Son Goku, dass er noch mehr an sich arbeiten muss, dass er noch mehr trainieren muss und dass er noch mehr über sich hinauswachsen muss, um diese Form immer anwenden zu können. Und das heißt Training, Training, Training. Son Goku lernt mal wieder, dass er doch nicht der Stärkste ist da draußen und noch viel zu lernen hat. Jiren hingegen wird durch seine Niederlage wieder lernen zu vertrauen. Er wird bemerken, dass seine Ansichtsweise falsch war und Vertrauen nur an sich selbst zu setzen der falsche Weg ist. Ich meine, Goku symbolisiert genau das. Son Goku vertraut seiner eigenen Stärke. Son Goku vertraut seinem Können. Aber Son Goku baut nicht nur drauf. Son Goku baut auch auf die Stärke der anderen. Als er gemerkt hat in der Folge 109, dass er mit all seinen Kräften, Super Saiyan, zweifacher Super Saiyan, Super Saiyan Gold, Super Saiyan Blue, Super Saiyan Blue Kaioken, mit diesen ganzen Kräften konnte er nichts gegen Jiren machen. Und als er das realisiert hatte, kam die Genki-Dama zustande, die Kraft der anderen. Son Goku als Martial Artist wird das wurmen, weil er Jiren alleine besiegen möchte, aber er weiß, es geht hier um mehr als das. Es geht hier darum, die ganze Erde oder beziehungsweise ganz Universum 7 beziehungsweise alle Universen zu retten und deswegen verlässt er sich auch auf die Kräfte seiner Freunde. Er steht auch aktuell nur da, weil sich so viele für ihn eingesetzt haben und Jiren wird das auch erkennen und dann verstehen, dass sein Weg der falsche ist. Also wird er sich vom Charakter her ändern und genau deswegen ist Jiren vom Grundprinzip her auch kein Bösewicht. Er tut ja nur Gutes, er beschützt die Lebewesen, die sich selber nicht beschützen können. Vermutlich liegt es an seiner Vergangenheit, dass er einfach nicht möchte, dass noch jemand das erleben muss, was er erlebt. Deswegen geht es ihm darum, alle zu retten. Er meint ja auch im Manga zu Wermut, dass falls was in Universum 11 passieren sollte, dass er jederzeit zurückgehen würde, auch wenn das Turnier im Gange ist. Also wissen wir, der letzte Kampf von Dragon Ball Super ist kein Kampf gegen ein Bösewicht, sondern es ist ein Kampf gegen Jiren. Derjenige, der wirklich gut ist vom Ansatz her, aber eventuell noch ein paar Sachen hegt, die nicht ganz richtig sind. Je nachdem, welche Vorstellung man hat und je nachdem, wie man das Ganze einschätzen möchte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Jiren nach dem Turnier der Kraft die Pride Trooper verlassen könnte, um ein bisschen Zeit für sich zu haben. Und eventuell kommt es wirklich dazu, dass Goku und Jiren miteinander trainieren beim Daishinkan, weil es ist nun mal so, dass Jiren dann vornherein sich einfach nochmal umstrukturieren würde und eventuell möchte auch nochmal mehr von Son Goku lernen, deswegen würde sich das Training hier auch noch anbieten. Oder Goku trainiert nur mit Jiren, wäre ja auch hier nochmal die Thematik. Und wie ich eben erwähnt habe, Goku möchte halt stärker werden, deswegen wäre so ein Training sehr, sehr sinnvoll. Also wäre das doch schon irgendwie eine interessante Art der Wendung, wie ich finde. Außerdem finde ich, dass das ganze Turnier der Kraft und diese ganze Message, die wir in diesem Arc haben, abgesehen von den sehr, sehr vielen Anlehnungen an Dragon Ball und Dragon Ball Z, haben wir es nochmal hier, dass die Ambitionen und die Prinzipien der Charaktere sehr stark wiedergebracht werden. Und deswegen heißt das Opening auch von diesem Arc Limit Break X Survivor. Gehen wir das Ganze mal durch. Und zwar fangen wir mit Krillin an. Krillin war jemand, der die Kampfkunst aufgegeben hatte. Er hat sich zurückgezogen, aber trotzdem war er da, um seine Leute zu beschützen. Er wollte trotzdem mitkämpfen, als Son Goku ihn fragte. Und Krillin weiß ganz genau, dass er nicht stark genug ist. Das haben wir schon in Z gemerkt, dass Krillin wusste, er ist nicht auf diesem Level, er ist nicht mehr da, um die anderen zu beschützen. Aber er wusste ganz genau, dass er mit Raffinesse überzeugen kann. So kam es auch dazu, dass Son Goku durch diesen Einsatz von Krillin einen Weg gefunden hat, Jiren fast rauszuhauen. Und zwar nicht mit Stärke, sondern mit Strategie. Jiren wäre fast gegen Goku rausgeflogen in der Arena, aber er hatte nochmal Glück gehabt. Trotzdem muss man sagen, dass der Ansatz ziemlich, ziemlich gut war von Son Goku. Und genau deswegen finde ich diese Szene auch nochmal richtig, richtig schön, die Szene von der Folge 123. Nichtsdestotrotz hat man es auch mal hier, dass man hier wirklich sagen kann, dass Krillin darüber hinaus noch viel, viel wichtiger war. Denn Krillin hat C18 vom Rauswurf gerettet, C18 hat C17 gerettet und C17 hat wiederum Goku und Vegeta gerettet. Wenn man ganz weit ausholt, hat Krillin wirklich sehr viel gemacht in diesem Turnier der Kraft. Mutant Roshi ist auch ein gutes Thema und zwar, er ist ziemlich alt und hat eigentlich nichts mehr auf dem Kampffeld zu suchen, doch trotz dessen steht er da, bekämpft Leute und haut auch sehr, sehr viele raus. Und darüber hinaus tut er das, was ein Sensei tun sollte und zwar, er bringt Krillin und Goku bis heute noch was bei, genauso wie im Turnier der Kraft. Hit ist auch ein gutes Beispiel, denn Hit setzte alles aufs Spiel, um Jiren rauszuhauen. Er lag das Schicksal von Universum 6 den anderen in die Hände. Sein Vertrauen wuchs hier und durch diese Aktion hat er auch nochmal die Moral von Universum 6 gepusht, die zu dem Zeitpunkt am Boden war von der Motivation her. Deswegen muss man sagen, dass Hit vom Charakterlichen ebenfalls über sich hinausgewachsen ist und auch als Attentäter über sich hinausgewachsen ist. Er ist mehr als so ein Attentäter. Son Goku hat auf jeden Fall einen Einfluss gehabt auf ihn als Martial Artist, wenn man so möchte. Und die Verschmelzung von Universum 3 kann man als Stolz der Wissenschaft
Wissenschaft betrachten. Wir kennen das ja auch, dieser wissenschaftliche Stolz könnte man durch Anirasa ein bisschen verkörpert haben. Ebenfalls Kefla ist hier ein Beispiel, und zwar ein Beispiel dafür oder ein Symbol für den Saiyajin-Kämpferwille. Trotz offensichtlich stärkeren Gegnern gaben sie nicht auf, also Kale und Kalifla, und als Fusion konnten sie noch mehr über sich hinauswachsen und wollten immer stärker und stärker werden. Der Limit Break in dem Beispiel und im Beispiel vom Survivor hätten wir zum Beispiel Krillin oder C17. Also merkt ihr schon, in welche Richtung ich das Ganze ansprechen möchte. Ich glaube auch Vegeta und 17 brauche ich nicht ansprechen, weil die sind beide Limit Breaker und Survivor, wenn man so möchte. Ich meine das auf einer symbolischen Ebene. Und das Turnier der Kraft ist einfach die ultimative Spitze der Motivationen und Ambitionen der Charaktere. Goku vs. Jiren und was sie aus dem Kampf mitnehmen, kämpferisch und charakterlich, wird einfach die Spitze von diesem Eisberg sein. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Ganze zu Ende gehen wird, was die Kämpfer mitnehmen werden und ob wir vielleicht noch ein bisschen was zu Jiren sehen werden. Das war auf jeden Fall mein Video zu dem, was der Kampf Goku gegen Jiren noch auf einer anderen Ebene aussagt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben auf dem Video freuen und dann aber auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich bin damit raus. Schreibt gerne euren Kommentar zu Goku gegen Jiren in die Kommentare. Bis dahin, haut rein!